Gangster und Polizei kämpfen um das in den Everglades abgestürzte Flugzeug. Und besorgte Bürger fragen sich, ob der Krieg gegen die Drogen wirklich gewonnen werden kann. Sky 5 News berichtet live. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Ah, schön. Ich muss mal ganz kurz jemanden muten. Von Battlefield Hardline. Wir spielen immer noch Heist auf, wie ihr seht, Everglades. Wir sind immer noch in der Aufnahmesession. Wieder alle. Was bin ich jetzt Fahrer? Ich bin noch viel später. Warum schießen die denn immer aus dem Truck raus? Ich verstehe es nicht. Das verraten wir doch die Position. Hört doch mal auf! Und hier sind wieder bei unserer Tankstelle. Alle vier. Ah, fuck ich. Aua, das war dumm, dass ich ausgestiegen bin. Das ist immer auch so das Problem, wenn ich aus dem Auto aussteige, dass ich dann immer so ein bisschen... fette Mücke hier drin. Dass ich dann immer so ein bisschen orientierungslos bin und erstmal gucken muss, auf welcher Seite bin ich. Ah, fuck. Ich hab'n links noch gesehen. Ich hab'n crazy Noob, genau. Noob doof. Neue Hashtag, Noob doof. Wir haben das Paket in Sicherheit gebracht. Paket wurde sichergestellt. Also so, jetzt haben wir natürlich den Tresor. Jetzt können wir natürlich hier schön campen. Holla, wo ist meine Freunde? Ah, fuck, wo kam der denn her? So, Reaper Steve. Fuck, ich hab schon wieder irgendwie. Ach, Leute. Dass ich das auch immer wieder. Ich brauch neue Munition! Versteh ich nicht. Hier, ein Medikit. Von da kommen sie wieder. Hier kommt ein Wagen! Der Eckfest! Ja, das ist wieder das Problem. Das extreme Campen jetzt hier. Eine Minigun auf einem SUV! Das ist ein Medikit. Und von da kommt einer. Okay, bleibt ihr mal da. Ich bleib mal hier an der Tür. Scheint ein Kommandotruck zu sein. Schafft sie mir vom Hals! Medikit! Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ich hab irgendwas. Achso, ein extra Magazin hab ich schon gemacht, sogar. Irgendwas im Reflex jetzt. Wir müssen den Spawnpunkt, den Spawntruck da weg zerstören. Okay, er ist weg. Ist gut. Ich jetzt hier. Wird immer besser, auch auf Distanz, habe ich das Gefühl. Ich werde da immer besser. Das ist das Problem von der Map hier. Wir können jetzt hier so krass drin campen. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt lauter von den Gegnern verlassen. 8:3. Der nächste LKW.
Wesen nervt mich hier tierisch. Kommt da wieder einer angefahren da. Wieder an die gleiche Stelle, ey. Die fahren wieder genau an die gleiche Stelle. Danke. Medikit! Hier ein Medikit! Und das snipet doch schon wieder irgendwo einer. Ist das auf unserer Seite? Oder ich hab das Gefühl, ich werde angesniped. Also in meine Richtung. Ja, es macht keinen Sinn. Wir bekämpfen das jetzt hier. Die kommen mit dem Truck vorgefahren, wir ballern sie ab. Das ist absolut für den Arsch eigentlich. Da kommt der nächste Truck. Was macht er denn hier? Der hat mich rausgeschossen. Ich hab grad gewundert, wo er hin ist. Hat der wer ausgestiegen? Ja, ich werd angesniped, ich merk's. Ich kann mich nicht bewegen! Ja, das ist völlig für'n Arsch, dass die so dicht beieinander hier sind. Hier, ein Medikit für dich. Ich geh ran! Ich hänge. Geh doch mal weg. Das ist echt scheiße gemacht. Da kommen sie. Machen wir die Idioten platt! Geh mal aus dem Weg! Das war's. Fuck, 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 fuck. Ich werd angesniped. Hier, ein Medikit für dich. Eigentlich ist es für mich, aber sag mal keinem. Oh. Ah, fuck, okay. Das ist völlig für'n Arsch. Also das werden wir auch gleich merken, wenn wir die Rückrunde spielen, dass die sich da wahrscheinlich verkämpfen. Also, dass die beiden Tresore da so krass dicht beieinander sind. Hast du ein Medikit? Dann mal los. Oh, wie der sitzt. So süß. Ah, fuck, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen, weil ich gerade auf die Minimap geguckt habe. Ich krieg's kotzen. Noob doof. Ne, Noob dumm war ja das mal. Jetzt kommen sie. Werfe eine Brandbombe. Hab ein Medikit für dich. Ich bin festgenagelt. Komm mal rein hier. Das Medikit. Komm mal her hier. Hier, ein Medikit für dich. Mann am Boden! Wo kann ich denn nicht rein? Hier. Irgendwo von der anderen Map-Seite. Hier hat's einen Medikit! Hey, Medikit für dich! Alter, jetzt wird's aber heftig. Jetzt wird's aber heftigst. Wie sieht's von der Seite aus? Was liegt hier für eine Waffe rum? MG36, ne, fett nicht. Oh, da kommt wieder ein Auto, da kommt wieder ein Auto. Medikit! Das ist. Hey, Medikit, stirb doch mal! Stirb einfach mal! Oh!
Jawoll. Da liegt noch einer, da liegt noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Den hab ich gar nicht gesehen. Ich könnte mal. Ne, Munition brauch ich nicht. Das gleiche Problem werden wir gleich in der Rückrunde auch haben. Dass wir einfach weggekämpft werden. So, wir haben Reanimationspunkte noch machen. Ah, fuck. Ist halt doch tatsächlich einer. Das kommt nicht rüber. Fuck. Ich bin aber mal gestorben. Ja, das ist. Es wird in der Rückrunde genau das gleiche Problem werden, dass wir da so bekämpft werden. Oder dass. Meistens ist es die Polizei, weil die da seht ihr da in der Mitte sitzen die Sniper. Meistens ist es die Polizei, weil die einfach mal schneller hinkommen, 12 zu 6. Ne. Bam 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 bam. Everglades, Rückrunde. Das sind aber kurze Runden, merke ich mal. Gerade so, die waren jetzt nicht mal 10 Minuten. Schön, dass unser Squad mal auf 1 bis 4 ist. Bum, 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 bum. 12, 6, 15, 2. Game Hacker UK. Mit solchen Namen macht man sich schon Freunde. Ein Flugzeug ist heute in den Everglades abgestürzt. Polizei und Gangster kämpfen um seine Ladung. Oh Gott, mein Fernseher will sich ausschalten, mein Fernseher will sich ausschalten. Das geht ja mal gar nicht. Ich muss mal gerade so das Ripsen verkneifen. Das passt alles. Ah, kommt da gleich die Bullen. Er fährt schon mal das Auto vor, das ist schon mal sehr geil. Wow, und da kommt der fette Truck. Das ist klar. Wie der hinten drin sitzt. Guck mal, wie er da hinten drin sitzt. Im Kofferraum. Ja, natürlich fahren die jetzt mit dem. So. Schauen wir mal, dass wir das. Medikit. Danke. Da vorne, das ist der Übergabepunkt. Ich habe das Paket. Los geht's. Aber ihr seid noch nicht fertig. Die Kids haben das Paket. Ah, stopp doch mal. Oh Mann, Posa ohne Ende. Werfe eine Gasgranate. Posa ohne Ende. Zusicherungskassier. Scheiße, wo steht der denn jetzt? Boah. Hier kommt eine Gasgranate. Ja, bitte. Nimm mich mit! Was? Und wieder irgendwelche Beleidigungen über. Ach, ich hasse es. Fuck, wo bin ich denn gespawnt? Ich wollte doch eigentlich oben spawnen. Ah, wie dumm war das denn jetzt gerade? Ich muss ehrlich sagen, dass mir Heist am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht hat, aber aktuell ist es der, obwohl Blood Money macht auch Spaß, also ich würde sagen, es heißt mit Top 3, okay, was auch relativ weit oben ist, ich würde sagen Top 2 nach, ja, Team Deathmatch macht mir aber auch Spaß.
Ach, das macht mir alles Spaß. Naja, gut, Spaß ist immer... Das war verdient, nachdem ich drei Mann abgeknallt habe. Oh. Ja, Spaß ist... Macht es denn noch Spaß? Ich hatte das ja schon in der letzten Folgen gesagt, ist es doch mittlerweile wie eine Battlefield 4 Mod für mich. Also ich finde es jetzt nicht so... Standalone, geil. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ah, komm! Rein da! Weg! Fahr, Junge! Ich bin einfach er ist überfahren worden, ich bin hingerannt. Also, ach, wieder. Wow. Alter, Ballern und Bierchen. Wie sie mal wieder schön da den Abgabepunkt bekämpfen. Wie sie da schön den Abgabepunkt bekämpfen. Ich hänge irgendwo. Au. Könnte mich wieder jemand hinstellen? Das Paket ist unterwegs. Sorg dafür, dass es sicher ankommt. Was ist denn das Paket? Wo ist denn das Paket? Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist mittlerweile der anfängliche... oh geil, wie das Spiel ist und wie toll und bla bla bla, ist mittlerweile leider weg. Was? Oh, ich hab ihn mitgenommen. Wir haben ein Paket. Wir haben ein Paket, supi. Ich komme da manchmal ein bisschen vor wie bei DHL. Gut, wir haben das Paket. Nehmt euch das Paket, bevor es die Cops tun. Also ich bin ja im Moment dabei, auf dem PC zu sparen und wenn ich denn das Geld zusammen haben werde für den PC, ich möchte mir natürlich gleich einen ordentlichen holen, was 2-3 Monate noch locker dauern wird. Ich hätte eine Granate reinwerfen sollen. Dann werde ich mir Battlefield Hardline definitiv für den PC noch holen und auch Battlefield 4 für den PC. Wir haben versaut. Wir haben das Paket. Hey, Medike, da komm! Fuck. Durch meine Position. Tja, das war's mit dir, Steve. Medikit. Kommt die Granate her. Ist gerade Probleme gleichzeitig zu sprechen und zu spielen. Ja, also wie gesagt, wenn ich mir den PC kaufe, dann werde ich es mir definitiv auf dem PC kaufen, weil ich möchte gerne, mit Konsolen habe ich angefangen, werde auch der Konsole treu bleiben, möchte aber gerne das ein oder andere Spiel tatsächlich auch auf dem PC spielen, unter anderem GTA 5, unter anderem Battlefield und Arma 3, weil es einfach, man muss sich irgendwann mal ein bisschen weiterentwickeln, was das Spielen angeht. Welcher Trottel ist das Paket für
Fall. Hier kommt eine Granate! Was ist denn hier schon wieder los? Sind die denn da? Ah! Ja. Hilf mir mal jemand hier! Ich hab einen! Das wäre nett. Nur noch ein kleines bisschen. Voll. 15,9. Oh, hat man heute schon mal besser. Gut, mein Lieben, aber wir machen hier eine kurze Pause, denn die nächste Runde geht dann auf Drogenlabor weiter. Also, bis dann. Ciao.